Liebe Freunde, seit 55 Tagen wird Afrin aus der Luft bombardiert und mit Artillerie beschossen. Das ist die Rache Erdogans wegen der Befreiung der IS-Hauptstadt Raqqa. IS wurde niedergeschlagen. Was seit 55 Tagen in Afrin passiert, das ist ein Angriffskrieg auf die Souveränität eines UN-Mitglieds. Er ist ein eklatanter Völkerrechtsbruch. Die Menschenrechte, das Recht auf Leben, werden auf schreckliche Art und Weise verletzt und mit Füßen getreten. Diese Grundrechte sind universelle Werte. Sie müssen respektiert und geschützt werden. Afrin hat niemanden bedroht und hat niemals die nationale Sicherheit der Türkei gefährdet, wie sie behaupten, jeden Tag mehrmals. Die Türkei begeht in Afrin Völkermord, Massaker an Zivilisten. Hunderte Frauen und Kinder wurden bis jetzt getötet und Hunderte verletzt. Das sind systematische, geplante Verbrechen an der Menschlichkeit. Das steht auch im krassen Widerspruch zu den Grundprinzipien der UNO-Charta. Wir danken allen Menschen, die sich mit Afrin solidarisieren. Wir fordern alle Mitglieder der UNO auf, ihr Schweigen aufzugeben und gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu protestieren. Erdogan ist der Vater des IS-Staates. Die Dschihadisten haben das Ziel, auch Europa, Amerika, aber auch Russland zu erobern. Das ist auch das Ziel Erdogans im weitesten Sinne des Wortes. Ich rufe alle Verantwortlichen in Europa, Amerika und der Welt auf und sage: Machen Sie die Augen auf. Es gab schon mehrere hässliche dschihadistische Angriffe in Amerika, in Europa, in Russland. Die dschihadistische Gefahr ist überall präsent. Auch hier in Berlin, in Belgien, in Frankreich, in England, aber auch damals in Amerika. Seit der Aggression gegen Afrin sind IS-Dschihadisten wieder aktiver geworden. Die YPG, YPJ, die syrischen demokratischen Kräfte, das Volk von Afrin schützen nicht nur ihre Heimat und nicht nur sich selbst. Sie schützen und sterben für die ganze Welt vor dieser Barbarei. Wir wollen, dass das richtig gesehen wird und langfristig in Betracht gezogen werden. Die Solidarität mit Afrin bedeutet auch für die Europäer eigener Schutz überall in der Welt. Wer Afrin schützt, schützt sich selbst. Denn
Die Gefahr, die dschihadistische Gefahr ist überall. Afrin wird siegen. Afrin ist der Friedhof für die Aggressoren, vor allem aber für Erdogan. Jede Solidarität stärkt das Volk in Afrin. Jede Solidarität ist ein Widerstand gegen Barbarei, gegen islamischen Radikalen. Dazu rufen wir sie alle auf. Niemals aufhören, niemals schweigen. Jeden Tag müssen wir weiter kämpfen, bis diese Gefahr überall in der Welt beseitigt ist. Ich danke. Internationale Solidarität. Sí.